Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Die Dreamhack für Dezember ist jetzt beendet, damit auch die letzte Dreamhack für dieses Jahr. Und es startet natürlich direkt im Januar im neuen Jahr die nächste Dreamhack. Und da gibt es mal wieder ein paar Änderungen mit dem neuen Jahr. Das heißt, das Format hat sich leicht verändert und in diesem Video werde ich euch alles zeigen, was ihr dazu wissen müsst. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich unter anderem auch am Freitag einen sehr, sehr langen Stream machen, wo ich meinen neuen PC zusammenbaue. Falls euch interessiert, hier, schaut da gerne vorbei. Ansonsten bin ich auch täglich live und wir zocken immer ein bisschen Fortnite. Würde mich also freuen und tragt natürlich auch gerne im Fortnite Item Shop oder im Epic Games Store mein Creator Code TheElCraft ein. Würde mich natürlich ebenso freuen. Bisher könnt ihr euch noch nicht für die Dreamhack registrieren. Das wird wahrscheinlich erst über die nächsten Wochen irgendwann freigeschaltet werden. Aber falls dann irgendwann diese Sign-up-Phase kommen sollte, müsst ihr euch eben halt wie immer nur mit dem im Formular ausfüllen. Ihr braucht da zu dem Zeitpunkt auch noch kein Duo. Wichtig ist halt nur, dass ihr beide, also beide Solos aus dem Duo, sich einzeln registriert haben. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht euren Duo-Mate dort angeben. Um daran teilzunehmen, müsst ihr einmal 13 Jahre alt sein. Ansonsten wird aber kein Arena-Rang oder ähnliches erfordert. Das heißt, sehr, sehr geringe Bedingungen, die ihr hier erfüllen müsst. Dann schauen wir uns als nächstes direkt das Punkteformat von der Dreamhack an. Und das Ganze ist gleich geblieben, wie auch schon die letzten Seasons. Top 25 bis Top 5 gibt jeweils 2 Punkte, mit Ausnahme Top 24, 23 und 22. Die jeweils nur einen Punkt geben. Top 4 bringt dann 3 weitere Punkte. Top 3 bringt dann nochmal 3 weitere Punkte. Top 2 ebenfalls. Und der Sieg bringt dann nochmal 6 weitere Punkte. Das heißt, im oberen Bereich bekommt man dann nochmal deutlich mehr Punkte. Und für jeden Kill gibt es insgesamt 5 Punkte. Ohne Kill Cap. Das heißt, ihr könnt auch eine 50 Bomb droppen. Und jeder der 50 Kills zählt dann immer trotzdem als einzelne 5 Killpunkte. Dadurch auf jeden Fall sehr, sehr killbasiert, wie immer. Falls ihr dazu Tipps und Tricks braucht, hatte ich ja auch schon bereits zu dieser Dreamhack ein Video hochgeladen, wird natürlich zur nächsten Dreamhack genauso auch noch gelten. Das heißt, schaut euch das gerne an, falls ihr dann noch ein bisschen Hilfe braucht, wie man sich für die Semis qualifiziert. Dreamhack ist wie immer nicht region-locked, das heißt, ihr könnt auf allen drei Regionen, EU, NA West und NA East gleichzeitig spielen und müsst euch eben nicht für eine einzige Region entscheiden. Dadurch könnt ihr eben halt wirklich in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Tournaments teilnehmen. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mal mit den EU-Zeiten und wie das Ganze aufgebaut ist. Normalerweise war es ja immer so, man hatte 2 Heats, woraus jeweils 250 Spieler in die Semis weitergekommen sind. Jetzt ist es so, man hat 3 Heats, wovon trotzdem weiter in die jeweils 250 Spieler weiterkommen, wodurch man 750 Duos in den Semifinals hat. Das erste Heat findet am Sonntag, den 24.01., das heißt in einem Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Dann das zweite Heat beginnt direkt danach, 17 bis 20 Uhr, auch am Sonntag, den 24.01. Und das dritte Heat ist dann am Samstag, eine Woche später, am 30.01. wieder von 14 bis 17 Uhr. Die Semifinals sind dann ebenfalls an dem Samstag, den 30.01. dann von 18 bis 21 Uhr. Und bei den Finals hat sich ebenfalls was geändert, trotzdem immer noch die 50 Duos, die sich hier aus den Semis daraus qualifizieren. Aber das Ganze geht jetzt über insgesamt 6 Stunden und man hat 8 Games zu spielen. Alle 8 Games starten immer alle 40 Minuten. Das heißt, ihr müsst eben halt genau in diesen 40 Minuten, wann die neue Runde startet, auch direkt reinqueuen. Ansonsten gilt eben halt das Match als nicht gespielt. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, falls ihr im Grand Final sein solltet. Für NA West und NA East gibt es jeweils nur 2 Heats. Die kann man aber, wie gesagt, auch von den europäischen Servern aus spielen. Hat man natürlich nur einen höheren Ping und natürlich nicht ganz gute Zeiten. Für NA West, fürs erste Heat, wäre das einmal Samstag, der 23.01. 3 Uhr bis 6 Uhr. Das heißt, sehr, sehr spät Nacht. Samstag geht aber auf jeden Fall. Für NA East, das erste Heat, ist am Samstag, den 23.01. ebenfalls von 0 bis 3 Uhr. Das heißt, genau die Zeitspanne davor. Das geht schon deutlich besser, das auf jeden Fall zu zocken. Der zweite Heat für NA West ist am Samstag, den 30.01. von 23 bis 2 Uhr, definitiv sehr entspannte Zeit. Und noch besser, NA East, das zweite Heat ist am Samstag, den 23.01. von 20 bis 23 Uhr. Die Semifinals finden dann in NA West und NA East damit 500 Duos statt, da man eben halt nur aus 2 Heats jeweils 250 und nicht aus 3 250 wie in der EU hat. Und für NA West finden die Semifinals am Sonntag, den 31.01. 3 bis 6 Uhr statt, kann man also zocken, ist aber natürlich für genauso wie die ersten Heats auch sehr, sehr spät. NA East geht dann wieder ganz gut klar, Sonntag 24.01. 0 bis 3 Uhr, kann man auf jeden Fall ganz gut zocken. Und aus den Semifinals qualifizieren sich dann wiederum die besten 50 Duos, die spielen genauso wie in der EU auch wieder die 8 Games über 6 Stunden. Für NA West wäre das am Sonntag, den 31.01. 23 bis 5 Uhr, also im Prinzip muss man da die Nacht durchmachen. NA East geht aber eigentlich wirklich voll klar, Sonntag 24.01. 20 bis 2 Uhr, das
Das kann man eigentlich auf jeden Fall locker zocken. Natürlich mit ein bisschen wenig Schlaf danach, aber falls man sich dafür qualifiziert, auf jeden Fall locker machbar. Wie immer bekommt natürlich jeder Einzelne, der im Finale mindestens eine Runde gespielt hat, direkt Preisgelder. Es müssten wahrscheinlich wieder $600 sein, das heißt $300 each für jede Person. Und dort müsst ihr immer wirklich nur ein einziges Game von einem Grand Final spielen und dann habt ihr das Geld direkt. Ansonsten geht es natürlich wieder wahrscheinlich auf EU bis $24.000 auf dem ersten Platz in den Grand Finals hoch. In den Semifinals oder in den Heats vorher gibt es gar keine Earnings, die man holen kann. Damit ist es dann auch schon alles, was ihr zur DreamHack im Januar wissen müsst. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.